Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haarvlog. Ich habe mir vorgenommen, meine Haare wieder ein bisschen zu verändern. Ich glaube, seit dem letzten Mal, wo ich hier meine Haare gezeigt habe, beziehungsweise wir zusammen meine Haare gemacht haben, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Habe ich meine Strähnen vorne hier gezeigt? Nee, tatsächlich, da habe ich euch nicht mitgenommen. Ich habe mir hier vorne diese blonden gefärbt. Also, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Die waren zeitweise auch wirklich richtig hellblond und man hat es wirklich so, also es war super definiert. Und ich habe sie dann ein bisschen natürlicher abgetönt. Ich hatte auch überlegt, ob ich meine Haare erst wirklich abschneide. Aber ich mag sie eigentlich gerade ganz gerne so lang. Ich habe sie auch erst letztens geschnitten. Also sie gehen mir jetzt ungefähr bis hier. Und ich habe sie ungefähr so ein Stück abgeschnitten. Das ist jetzt aber gefühlt schon zur Hälfte wieder nachgewachsen, weil die echt wachsen wie Unkraut. Vorne habe ich mir mehr Stufen geschnitten. Sind jetzt nicht gestylt, dementsprechend schauen sie aus. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt einfach hier vorne mehr von den hellen mache. Und nicht so super blond, sondern schon eher so in dem natürlichen Blondton. Aber es sieht ja dann natürlich nach mehr aus. Dass wir hier vorne noch Paintings reinsetzen und es noch ein bisschen heller machen. Ich dachte, das wäre ganz cool. Also so lang ist jetzt schon der Ansatz seit dem letzten Mal Strähnen. Was eigentlich gar nicht mal so lange her ist. Okay, das sind noch die Folien, die ich übrig habe. Wenn ich Paintings mache, benutze ich tatsächlich am allerliebsten Papier, also extra so Painting bzw. Strähnenpapier und nicht die klassische Alufolie. Ich habe hier noch meine ganzen Farben drin, die werde ich jetzt aber, bzw. Tönungen, die werde ich jetzt aber erstmal nicht brauchen, sondern nur die Montierung, Handschuhe. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, mit was ich painte, mit wie viel Prozent Oxidant. Also ich habe 3, 6 und 9 da. 3 nehme ich auf jeden Fall immer zum Abtönen. Das soll nicht so hoch sein. Normalerweise reicht auch absolut 1,9, aber ich habe jetzt nur 3 da. Erstmal Blondierpulver. Ich werde wahrscheinlich eh nicht so viel brauchen. Und ich nehme 6%. Ich habe mich entschieden. Übrigens, was ich sagen wollte, jetzt wo ich es rieche, die Oxidanten von Fanola riechen einfach nach Süßigkeiten. Und ich habe letztens auch eine Freundin die Haare gefärbt und die meinte auch nämlich, das ist das erste Mal, glaube ich, dass die Haarfarbe gut riecht. Kann das sein? Normalerweise nehme ich die Oxidanten von Dusi, weil ich auf die teuren, die ich immer von Wella genommen habe, allergisch bin. Und zwar so schlimm, dass ich echt viele Bläschen an der Kopfhaut kriege und das schmerzt unfassbar. Und seitdem ich die günstigen nehme, habe ich gar nichts mehr. Und ich habe jetzt neuerdings die von Fanola ausprobiert und ich finde die richtig gut. Also die ziehen richtig, richtig schön und riechen auch total toll. Die vordersten werde ich eh, glaube ich, nicht reinziehen. Oder soll ich da... Der Ansatz ist schon echt lang geworden, gell? Die sind mir über die Zeit auch schon minimal zu groß geworden. Aber egal, aber egal. Machen das jetzt einfach. Jetzt habe ich es, glaube ich, doch ein bisschen zu flüssig gemacht. No, nicht die mit rein. Dann auch gleich die andere Seite so. Oder... Das ist bestimmt schlauer. Ich mache erst die Hälfte, weil dann kann ich so die Hälfte über dem Waschbecken schon mal auswaschen, falls sie voll schnell zieht. Und dann mache ich die andere Hälfte. Weil da muss ich jetzt erstmal die Ansätze auffrischen. Und ich überlege gerade, ob ich das von vorne einstreiche oder von hinten. Weil wenn man hier hinten drauf streicht, das scheint ja so oder so durch, man hat so immer einen viel weicheren Übergang. Ich glaube, ich mache es von oben drauf. So Safety first und so. Das war tatsächlich nicht so durchdacht. Ich sehe gar nicht, was ich mache. Geht auch noch mal von der vorderen Seite ein bisschen drüber. Also eigentlich hätte ich auch total gerne wieder so einen Bob oder irgendwas in die Richtung. Da hätte ich so Lust drauf. Aber gleichzeitig habe ich auch total Lust auf lange Haare. Das ist echt ein bisschen ein Struggle. Und jetzt nehmen wir noch dunkle von dahinter dazu. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch nicht so an den Ansatz so nah dran, weil es für mich einfacher ist und ich keine Lust habe. Ich glaube, das kann mir tatsächlich so gut wie jeder Friseur bestätigen. Bei den eigenen Haaren ist man nicht so penibel und eigentlich, okay, vielleicht die Hälfte der Friseure. Und es ist einem einfach scheißegal, wie man es macht und hin und her und wie es rauskommt und so. Ich meine, als Friseur kannst du das meiste, was schief geht, fixen und du weißt nämlich, ja, ist alles halb so wild. Es ist nicht so, wie wenn ein Friseur einem Kunden die Haare macht und das sieht scheiße aus. Der Kunde weiß nicht, kann man das denn retten? Wie scheiße sehe ich eigentlich aus? Und da ist ja dann auch jemand anders schuld und nicht man selbst. Aber wenn man sich selbst die Haare macht, dann ist es eigentlich... Naja, I don't give a fuck. Packe ich aber... Soll ich es in der Folie packen oder lasse ich es einfach liegen? I don't know. Eigentlich ist mir auch egal, wie hell sie werden. Aber so ein bisschen mehr Blondie wäre schon cool.
Wir sind ja hier Professionals. Nehmen wir noch ein bisschen mehr? Ich glaube schon, oder? Da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf. Komm, wir nehmen noch ein bisschen mehr. Weil unten drunter ein bisschen mehr ist ganz cooler, weil dann kommt hier unten mehr hell raus. Und dann oben mache ich echt nur die Konturen ein bisschen mehr. Nehmen wir noch eins. Ist das zu dünn? Oh, die ziehen schon voll hell. Krass, kann man das sehen? Okay. Die ist ja auch schon voll hell. Oh, das geht ja richtig fix. Nicht schlecht. Ich glaube, ich mache erstmal hier die Tiny Hairs. Könnt jetzt theoretisch auch einfach einen niedrigeren Oxidanten bei den kleinen Haaren hier vorne nehmen, weil die ja feiner sind und generell schneller ziehen. Ich meine, es ist Ansatzfarbe drauf, aber trotzdem könnte man das machen. Aber ist mir eigentlich egal. So wie immer. Ich mache die jetzt, glaube ich, auch so. Oder mache ich sie so? Ich glaube, ich mache sie so. Und dann auf dem Scheitel ziehe ich hier nochmal ein bisschen eine markantere Linie. Ich sehe nur mit einem Auge, was ich mache. Ah, jetzt mit eineinhalb. Hoch. Gehen, wo du hingehörst. Jetzt müsste ich eigentlich noch ein paar mehr dazu nehmen, weil jetzt kommen fast nur noch dunkle. Das ist ja der wichtigste Part, den jeder sehen kann. Deswegen nehme ich hier tatsächlich vielleicht so nur so einen halben Zentimeter. So wirklich in feinen Partien. Jetzt erstmal ein bisschen die Ansätze einarbeiten. Und jetzt machen wir noch ein bisschen die Länge. Weil da sind ja noch ein Haufen dunkle mit dabei. Und ich nehme hier vorne weniger mit, weil es ist ja jetzt hier schon echt viel vorne hell. Nehme ich da ein bisschen weniger mit. Und nach hinten werde ich ein bisschen dicker mit der Strähne. Ich komme mit den ganzen Folien hier nicht mehr drum. Ich habe auch nur ein Auge, das gerade funktioniert. Das andere ist unter der Folie. Ich sehe halt echt nur mit einem Auge. Aber dafür wird es doch ganz gut, glaube ich. Ich konnte es hier nicht sehen. Oh, das war zu nah am Ansatz. Ups. Egal. Okay, das lassen wir so. Hab keine Lust mehr. Ich glaube, die zweite Seite mache ich, wenn das gezogen hat. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Auch irgendwie habe ich jetzt gerade Hunger. Eigentlich würde ich schon gerne Pause machen und was essen. Bisschen darf es noch. Und ich glaube, bevor ich es auswasche, mache ich 2-3 Minuten vorher hier nochmal, ziehe ich noch ein bisschen Blondierung mit rein, damit wir ein gleichmäßiges Ergebnis haben. Die hier vorne lasse ich raus, die ist eh schon abgebrochen. Blondierung übrig. Oder ich mache die hier auch schon. Ich glaube, die ist ganz gut. So, das hat jetzt schon mal ein bisschen eingewirkt. Ich glaube, man sieht, wie hell das hier geworden ist. Hier die Ansätze, die sind noch ein bisschen orange. macht aber tatsächlich nichts, weil ich glaube, ich mache dann hier auf die Ansätze einfach eine dunklere Tönung drauf. Ich habe jetzt die Länge nochmal komplett eingestrichen, damit das auch gleichmäßig ist. Und ich glaube, hier sieht man es, die vorderen sind auch super schön klar. Das heißt, das hier spielt gar keine große Rolle eigentlich. Und ich werde das jetzt einmal hier komplett runterwaschen. Die ist ja auch schon ein bisschen länger jetzt drauf, die darf aber noch ziehen. Also ich spüle das jetzt erstmal mit Wasser runter und dann mache ich den Part. Ich bin jetzt fertig mit Auftragen. Die Seite habe ich schon mal runtergewaschen. Also ihr seht, die sind super blond geworden. Es waren noch so ein paar Stellen dabei, die waren noch ein bisschen dunkler. Also ja, orange kann man schon sagen. Da bin ich jetzt nochmal mit Blondierung ein bisschen drüber gegangen, aber ganz zum Schluss. Also ich habe erst die Seite komplett genauso wie die gemacht und dann habe ich hier noch ein paar Stellen ausgebessert. Und das werde ich jetzt noch ziehen lassen. Und wenn es dann hell genug ist, so ungefähr, dann werde ich es einmal komplett runterwaschen, shampoonieren und das Gloss drauf machen. Und weil ich das ungefähr jedes Mal beim Haare machen sage, es hat einen Grund, warum Friseure über 100 Nuancen im Schrank haben. Es wird nach dem Ton, den man hat, quasi ausgerichtet. Das heißt, ich werde euch zwar jetzt sagen, was ich hernehme auf meinen Haaren, das kann aber bei jedem ganz anders rauskommen. Keine offizielle Beratungsstelle hier, sondern ich zeige euch nur, was ich jetzt auf meine Haare drauf mache. Kann aber variieren. Das heißt, wenn ihr das hernimmt, kann es auf euren Haaren ganz anders ausschauen. Für diesen Ansatzteil, den ich so ein bisschen dieses Root Shadow machen werde, da nehme ich von Bella Color Touch die 797.
Vielleicht noch mit einem kleinen Schuss 881. Und für die Längen, um das ein bisschen auszublenden, nur damit es heller bleibt, aber trotzdem mattiert ist, mische ich die drei zusammen. Also was von der 797, 881 und von der 916. Dann kommt man auch ungefähr so auf dem 8er raus von der Tonhöhe. Und ich werde noch ein bisschen was von der 068 mit reinmachen. Die ist lila-blau. Da darf auch wirklich nicht mehr als wirklich so ein Minigramm vielleicht noch mit rein, damit so ein bisschen das Orangegeld noch mit ausgecancelt wird. Und das Ganze mische ich mit 3%. Okay, also, hier habe ich nochmal Blondierung drauf. Die Seite zieht tatsächlich besser, aber ich habe von Haus aus auf der Seite weniger Haare als da drüben und die sind auch feiner und lassen sich generell besser aufhellen. Diese Zwischenstückchen hier, die sind nicht ganz hell geworden, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Mit der Tönung kriege ich das auf jeden Fall abmattiert. Das reicht mir komplett von der Helligkeit, aber ist nicht so schlimm. Bei mir ist ja wie immer alles egal. Frisch blondiert schaut immer scheiße aus, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich werde das jetzt auch noch runterwaschen. Einmal komplett mit Shampoo shampoonieren und dann mischen wir die Tönung. Bin ich nicht wunderschön? Sieht aus wie eine Orangenixe. Folgender Plan. Ich werde es ein bisschen ankämmen, nicht zu viel. Wir wollen ja die Haare nicht zu überstrapazieren. Die Seite war ja jetzt auch schon fast komplett trocken und ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass ich da jetzt mehrmals, und davor, die waren ja schon blondiert, locker zwei, dreimal, dafür, dass ich da jetzt auch an manchen Stellen nochmal zweimal draufgegangen bin, füllen die sich richtig gut an. Aber ich benutze auch tatsächlich nur noch, also unsere Haarpflege, und ich werde jetzt dann auch unsere Maske drauf machen. Die wird wahrscheinlich erst zum Jahreswechsel dann rauskommen, je nachdem wie schnell dann auch die Labore sind und alles. Also quasi das abzusegnen, was man dann Sicherheitsberichten und so braucht, aber ich schätze mal zu Neujahr, hoffentlich. Aber alle, die bis jetzt schon mal testen durften, und das sind auch schon einige, sind mega begeistert von der Maske. Alle lieben sie, alle sind super happy damit, ich bin's auch. Ich werde jetzt erstmal die Tönung für die orangenen Ansätze hier mischen. Und zwar nehme ich da die 797 pur. Übrigens, als ich die gekauft habe, normalerweise hat Oxydant oben immer eine Kappe drauf. Also da. Und ein kleines Loch, wo du das raussprühen kannst. Und der ist komplett offen. Und ich habe es beim ersten Mal nämlich überhaupt nicht gesehen und wollte es halt so reinsprühen und habe extra noch drauf gedrückt und es war ungefähr die halbe Flasche in der Farbe. Das konnte ich nicht mehr voneinander trennen. Und ich nehme jetzt den hier dafür, weil dann kann ich das so, diese kleinen Stellen so easy auftragen und das damit schon mal so ein bisschen einkämmen. Und ich glaube, für die Längen nehme ich dann den hier. Übrigens wäre das so ein ganz typischer Fall von, wenn man beim Friseur ist, trust the process. Wenn ihr so vorm Spiegel sitzt und euch denkt, fuck, er komplett reingeschissen. Und ich weiß, vielen Friseuren kann man nicht vertrauen und wenn man so halt während dem Prozess da sitzt und am Ende immer noch so ausschaut, ist eine ganz schwierige Sache. Aber ein guter Friseur sollte euch eigentlich erklären, hey, das bleibt nicht so, ich mache dir jetzt die und die Tönung noch drauf, das wird sich so und so noch verändern. Ein guter Friseur redet mit euch. Also ich erkläre das allen meinen Kunden. Es sind oft auch Kunden dabei, die es überhaupt nicht interessiert und sagen, mir egal, mach einfach. Das würde ich niemals machen lassen. Ich nehme alles noch, was in der 881 drin ist. Das ist nicht viel. Aber ich bin es gewohnt, auf meinen Haaren mit Resten zu arbeiten. Deswegen ist das schon in Ordnung. Noch das doppelte 916 rein, also 7, 14, 21. Weil 797 hatte ich jetzt noch in der, im Topf übrig. Und jetzt werde ich noch von, reicht mir das? Locker, locker. Von der 068 werde ich jetzt noch, das darf ja schon ein bisschen matter werden. Ich mache erstmal 1 Gramm rein. Die 797 hat schon ein bisschen vorgewirkt und hat schon quasi so ein bisschen jetzt das Orange ausgeglichen. Das heißt, ich werde mit der Tönung jetzt einfach komplett drüber gehen. Ist auch nicht schlimm, wenn das auf die dunklen Haare dahinter drauf kommt, weil da nichts passiert. Das ist eine hellere Farbe, das ist nur ein Glossing. Es bleibt auch nicht so lange drauf, da passiert absolut nichts. Also braucht man sich keine Sorgen machen. So, das mal zuerst. Hier genau dasselbe. Und beim Gloss zählt immer schnell sein. Schnell, gleichmäßig, viel drauf. Das ist ganz wichtig. Die schaut eigentlich ganz gut aus. Ich habe die Farbe halt jetzt überall, aber egal. Wundervoll. Hier auch perfekt. Kein Orange mehr.
Ich fühle mich, als wäre ich in Star Trek. Star Trek vor allem. Und in 2-3 Minuten werde ich mir meine Haare waschen. Ich werde eine Kur drauf machen, so richtig. Und ich glaube, ich werde sie auch schon stylen. Und dann melde ich mich. Wir haben es tatsächlich schon den nächsten Tag. Ich sah zwar gestern very spicy aus, aber ja, das war es auch schon. Ich hatte dann keine Lust mehr. Die sind richtig schön hell geworden vorne. Ich finde auch, die Abmattierung ist super geworden. Ich dachte hier, als es noch im Nassen drauf war, dass die vielleicht, die Kleinen, hier ein bisschen zu aschig sind. Was mich jetzt aber auch nicht gestört hätte, sind sie aber nicht. So an sich ist es auch total gut geworden. Es ist echt ungewohnt, so blond von vorne zu sein. Ich glaube, so kann man ganz gut den Cut sehen. Also hinten sind sie trotzdem noch dunkel. Wenn das jetzt noch ein bisschen rausgewachsen ist, dann werde ich wahrscheinlich hier in die Kontur oder so. Also so an sich schaut das ja vom Übergang vollkommen in Ordnung aus. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber wenn es noch ein bisschen weiter rauswächst, werde ich wahrscheinlich hier, also wirklich in die äußerste Kontur, nur die kleinen Härchen, ein paar Strähnenpäckchen reinsetzen, so ganz feine, damit der Übergang noch ein bisschen sauberer ist. Aber ansonsten finde ich, ist es echt richtig gut geworden. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich habe es gestern schon auf Instagram gepostet, also da bekommt ihr immer alles als erstes mit. Ich bin tatsächlich auch kein Fan davon, wenn man ein Video dreht und sagt, hey, ich habe mir die Haare gemacht, einen Vlog beim Friseur oder so, und dann macht man in seinen Stories entweder gar keine Stories mehr oder nur schwarz-weiß, extra um es nicht zu zeigen. Ich weiß, das regt schon an, die Videos zu schauen, und wahrscheinlich wird es meinem Kanal jetzt auch nicht schaden, aber I don't care. So an sich finde ich es aber super. Also hier, die ich hier unten reingemacht habe, die verschmelzen auch ganz schön mit meinen dunkleren. Wenn ich Fragen dazu bekomme, wie ich die Haare, also das Styling gemacht habe, im Großen und Ganzen, ich habe einfach nur Locken, und zwar große Partien in über einen Lockenstab gepackt, und zwar der Lockenstab, der so ein bisschen kegelförmig ausschaut. Und die habe ich dann mit einem ganz groben Kamm ein-, zweimal so durchgekämmt. Ein bisschen mit Haarspray, damit die auch so schön bleiben und so ein bisschen Sprungkraft kriegen. Und das war es auch schon. Ich kann es euch gerne auch nochmal von hinten zeigen. Weiß ich auch noch nicht, wie es ausschaut. Bin ich gespannt, wenn ich es mir anschaue. Vielleicht ist es auch ziemlich hässlich, wer weiß. Ja, ansonsten, ich bin mega happy. Auch so mit dem Zusammenbinden finde ich das total cool. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch gerne alle Produkte, die ich benutzt habe, ob es jetzt die Farben oder Lockenstab oder sonst was ist, unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und damit wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag.